Willkommen zu einem neuen Video. Diesmal soll es um die Covid Tracing App hier in Neuseeland gehen. Also die App, die man benutzt, um ja, sich selber so ein bisschen zu überwachen und um natürlich dann auch den Gesundheitsbehörden zu helfen, bei einem Ausbruch dann rechtzeitig die Leute zu informieren. Und wie funktioniert das hier? Nun, hier funktioniert das mit Hilfe von QR-Codes, die quasi an jedem Geschäft angebracht sind, jedem Restaurant angebracht sind, Friseur, Bäckerei, alle möglichen Orte, die man besuchen kann, auch Food Courts, also ja, Restaurants, Supermärkte und natürlich auch ja, jeden großen Veranstaltungsort im Innern oder im Freien oder sei es sogar eine Schule oder eine Universität. Da gibt es diesen QR-Code und die dazugehörige App, die nennt sich NZ Covid Tracer und die ermöglicht einem dann diesen QR-Code abzuscannen. Das heißt, anders als in Deutschland, wo man im Grunde genommen auf eine Covid-Tracing-App setzt, die versucht, Leute zu tracken, haben wir hier in Neuseeland eine App, die wie eine Art Tagebuch funktioniert und Besuche an Orten trackt. Das heißt, was dort abgescannt wird, ist natürlich der QR-Code, der einem sagt, wo man gerade ist. Also der QR-Code ist natürlich für jeden Ort speziell. Und zum anderen wird gespeichert, wann die Person dort diesen Ort besucht hat. Und das sieht dann so aus, dass jetzt nicht zentral über eine Datenbank irgendwie was geregelt wird, dass also Daten hochgeladen werden irgendwo und ausgetauscht werden, sondern es sieht so aus, dass die Daten erstmal auf dem Handy selber verbleiben. Und man hat also dieses Tagebuch und diesen Tagebucheintrag. Man kann auch manuelle Einträge hinzufügen, falls man sich an einem Ort trifft, wo es keinen QR-Code beispielsweise gibt, aber man trotzdem schreiben möchte, mit wem man sich getroffen hat zum Beispiel. Man kann Kommentare in dieses Tagebuch reinschreiben, also mit wem, mit welche Personen waren dabei. Also falls jetzt beispielsweise nicht jeder ein Smartphone mit dabei hatte oder es gerade leer gegangen ist, kann man es noch aufschreiben. Und man hat die Möglichkeit dann, wenn man einen positiven Befund hat, hoffentlich haben wir das natürlich hier nicht, dann zu sagen, okay, ich möchte das Ganze hochladen. Das kann natürlich entweder auf Wunsch der Gesundheitsbehörde passieren, die sagt, okay, lad das am besten hoch. Und damit du das überhaupt hochladen kannst, musst du allerdings auch von der Gesundheitsbehörde einen Code übermittelt bekommen. Der ermöglicht dann den Abgleich deiner Daten, wo du dich befunden hast, an welchen Orten du warst, mit der Zentrale, die natürlich auch abgerufen wird für alle, die diese Covid-Tracing-App installiert haben. Und dort wird dann im Grunde genommen einfach nur der Code gesendet, wo du zu welcher Zeit warst. Und der wird verglichen mit all den Leuten, die eventuell auch irgendwo gerade zu dieser Zeit in einem Supermarkt, im Countdown beispielsweise waren. Und die werden dann informiert daraufhin. Das heißt, persönliche Daten können zwar auch optional abgelegt werden, aber müssen nicht unbedingt geteilt werden, um ja, mitbekommen zu können, okay, hier, ich war jetzt an dem gleichen Ort zur gleichen Zeit wie der Covid-positiv Getestete, ich sollte mich in Isolation begeben, also 14 Tage Quarantäne. Das wird mir dann per App mitgeteilt und natürlich ermöglicht das auch der Gesundheitsbehörden, die Leute zu schnell zu kontaktieren, die freiwillig ihre Daten in dieser App gespeichert haben und natürlich auch geteilt haben, weil das sind zwei Paar Schuhe, die gemacht werden können. Man kann immer sagen, okay, ich möchte meine Daten zurückziehen oder ich möchte meine Daten mit den Gesundheitsbehörden speichern oder teilen. Das ist also eine der Möglichkeiten. Und ja, es ist ein einfaches, simples System, wo ich mir die Frage stelle, warum es nicht in Deutschland sowas Ähnliches gibt mit dieser Anonymisierungsmöglichkeit, die wir ja sowieso schon in Deutschland haben mit diesen verschiedenen Codes, wäre das auch möglich, dass man sagt, okay, hier, ich möchte, dass ich anstatt nur Personen und deren Zusammentreffen gespeichert wird, dass man da auch feste Codes generiert für bestimmte Orte, die jede Person dann mit QR-Code-Scanner auf dem Smartphone scannen kann.
weil das braucht auch kein irgendwie aktives Bluetooth, das eine spezielle Technologie benötigt, wo man also neuere Handys haben muss, sondern so ein QR-Code scannen, das geht sogar mit einem, es braucht nur eine Kamera am Handy, das ist alles, was es benötigt. Also ein ziemlich interessantes, interessante Technologie, wie das hier gemacht wird in Neuseeland. Und ich hoffe, dass in Deutschland und Europa dann die Apps ähnlich jetzt funktionieren werden, dass sie weiterhin datenschutzfreundlich bleiben, dass also die Datenteilen optional bleiben und dass das Ganze natürlich dann auch in Zukunft einfach obsolet wird, einfach dadurch, dass man ja, dass diese Krankheit eben ausgerottet wird hier, auch durch mithilfe von eben, also ähnlich wie Masern, also dass man da einfach sagt, okay, es wird geimpft und dann gibt es halt eben die über 95%ige Wahrscheinlichkeit, dass Leute nicht erkranken daran. Nun ja, das also zu der Geschichte. Ihr könnt mir natürlich schreiben, was ihr von der Idee haltet. Ich werde noch ein paar Links dran schreiben. Da gibt es auch eine Beschreibung zur Covid-App selber, ist natürlich in Englisch gehalten, dann könnt ihr euch das Ganze anschauen. Und das war's für dieses Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.